Herr Kolaschny, wir befinden uns hier bei der Firma Otto Lange. Sie sind der Eigentümer der Firma Otto Lange, ein Betrieb, der sich tja, in der Nachkriegszeit entwickelt hat, aus dem Sie dann auch letzten Endes hervorgegangen sind. Ja, 1948, glaube ich, hat der Herr Lange und der Kutzner, Robert Kutzner, angefangen, die Firma hier aufzubauen, haben sich späterhin getrennt und seit 1960 war ich Angestellter bei der Firma Lange und habe diese dann 1966 übernommen. Sie hatten die Firma gekauft, das heißt, Sie haben den großen Schritt gewagt, der in die Selbstständigkeit. Selbstständigkeit heißt natürlich auch Risiko. Risiko heißt natürlich auch, entweder man gewinnt oder man verliert. Ja, das ist schon richtig. Ich hoffe, wir haben ein bisschen gewonnen, wir haben unser Auskommen und damit sind wir eigentlich recht zufrieden. Ich meine, mein Vater hatte mich pekuniär ein bisschen unterstützt und so dass ich also für den vollen Betrag an Herrn Otto Lange bezahlen konnte. Wo kommen Sie beruflich her? Das heißt, Sie sind im Destilliergewerbe irgendwie schon mal vorher drin gewesen oder haben das gelernt oder kommen Sie aus einem anderen Fach? Nein, gegen den Widerstand meines Vaters, der auch Destillateurmeister war, habe ich dann den Beruf gegen den Widerstand meines Vaters ergriffen, der dann ein halbes Jahr mit mir nicht gesprochen hatte. Ich habe also gelernt bei der Firma, die Lehre angefangen bei der Firma Hamares in Neukölln in der Marloher Straße, beendete die, weil die in Insolvenz gegangen sind, dann bei der Edeka Berlin 1959. Bin dann nach Westdeutschland gegangen. Habe dort in einer Weinbrennerei gearbeitet. Späterhin habe ich noch meinen Küfermeister in Geisenheim gemacht, sodass ich also 1961 dann hier 60, 61 bei Firma Lange angefangen habe, als Angestellter. Sie wollten also auf einem Bein nicht stehen, Sie wollten zwei Beine als Grundlage haben, einmal den Destillationsmeister und dann den Küfermeister. Und das bedeutet natürlich, dass Sie da doch mehr Möglichkeiten haben und vielleicht vieles, ja, um mal schlicht zu sagen, besser sehen. Naja, man muss immer ein bisschen vielfältig sein. Ich meine, wir haben ja auch so 300 Sorten Wein und der Kunde soll ja auch fachgerecht betreut werden. Und die Möglichkeit habe ich ja dann als, ich habe also während der Lehre an schon gleichzeitig angefangen, Küfer zu lernen. Holzküfer ist der Böttcher und der Weinhandelsküfer ist also quasi derjenige, der den Wein bearbeitet, abfüllt. Und der Winzermeister, was ich nicht bin, das ist der, der im Weinberg arbeitet, bis zur Ernte und den Wein herstellt. Wenn Sie von Drogen sprechen, sind es natürlich nicht Drogen, die man einnimmt, um high zu sein oder sowas, sondern das sind Drogen, die der Drogist früher verkauft hat, um einmal medizinisch zu helfen, auf der anderen Seite aber, um Kräuter und so weiter herzustellen. Und da liegt ja wohl der Kern der Sache drin, Sie müssen ja Beilagen reingeben. Da würde ich gerne mal hören, was das für Beilagen sind und wie Sie die verarbeiten. Beilagen, hört sich gut an. Nee, also mehr oder weniger, der Beruf als solcher kommt ja auch vom Apotheker her. Die alten Mönche haben ja angefangen, die ersten Kräuterliköre zu machen und wir machen ja weiter nichts als Tropfen, nur nicht so in konzentrierter Form. Wenn eine Baldrianwurzel, die ist also in jedem Sturmstoffer drin, auch im Halb und Halb teilweise mit drin. Also Wurzeln, Blüten, Samen, Rinden, Hölzer aus Europa, aus Asien, aus Übersee, aus Südamerika, Angostura zum Beispiel. Also alle Kräuterliköre sind ja Extrakte, genau wie der Apotheker sie herstellt. Die Drogen werden einfach mit Alkohol und Wasser angesetzt und extrahiert. Und das ist ganz natürlich. Ich meine, bei den Kräutern muss man unterscheiden, jetzt Kräuterdestillatliköre, dazu gehört eben also der Klosterlikör, der Abteilikör oder wie die Franzosen jetzt eben Benediktin. Das stammt ja alles von den Mönchen her. Das wurde ja in den Klostern früher fabriziert. Nachher die Apotheker, da ist nur eben als solches nur ganz speziell dieser Schierker Feuerstein, den nur jeder kennt, der ja direkt den Ursprung in der Apotheke dort in Schierke hatte und der in Westdeutschland jetzt weiterhin noch produziert wird in Bad Harzburg. Und genauso auf diesem Wege stellen wir unsere Kräuterliköre her durch Mazeration. Teilweise wird dann auch noch Destillat zugegeben, Zitronenschalen oder Apfelsinenschalen, wo man dann die ätherischen Öle gewinnt. Durch die Destillation auf heißem Wege, ne, da werden also jetzt durch höher konzentrierten Alkohol werden Destillate hergestellt und man verschneidet das dann nachher, damit ein ordentlicher Geschmack rauskommt.
denn Likör, da darf nichts, sollte eigentlich nichts vorschmecken. Es sollte eben die Aromastoffe so, wenn man den ersten Schnaps getrunken hat, dass man dann den zweiten auch hinterher trinken kann. Auch eine Möglichkeit drin, neue Wege zu finden. Das heißt, quasi neue Geschmacksrichtungen zu entwickeln, die vielleicht noch besser schmecken als das bisherige. Und das könnte ja ein praktischer Gewinn werden. Hier haben wir jetzt zum Beispiel mein altes Rezeptbuch, was jetzt schon so 40 Jahre alt ist, damit man nur mal sieht, wie viel Kräuter, verschiedene Kräuter zum Beispiel im Bohnenkamm, wenn ich das hier durchzähle, sind es ungefähr 20 verschiedene Kräuter, also jetzt hier Wurzeln mehr oder weniger und auch Pappelknospen zum Beispiel sind im Bohnenkamm drin. Also durch Mazeration im Halb und Halb haben wir zum Beispiel 43 verschiedene Ingredienzien und so setzt sich das zusammen. Wenn man jetzt ein Kräuterdestillatlikör macht, dann macht man wieder ein Destillat. Vorher wird ein Teil Mazerat abgenommen und dann verschneidet man das Destillat mit dem Mazerat, dass man dann so eine richtige angenehme Komponente hat. Setzt vielleicht noch ein bisschen Honig zu, um das Ganze weich zu machen. Das sind dann so hier die Chartreuse oder Benediktine. Erlauben Sie mir mal eine Zwischenfrage. Mazerat, können Sie da mal freundlicherweise deutlicher werden? Mazeration ist das die Extraktion auf kaltem Wege. Mhm. Es gibt noch eine Digestion, wo man dann den Alkohol erwärmt. Also eine Mazeration zieht sich so über 3 bis 4 Wochen hinweg, dass die Kräuter erst aufweichen und erschlossen werden. Und dann gibt man nachher in 40-60% dem Alkohol. Je nachdem, wenn man mehr Bitterstoffe gewinnt, muss der Alkoholgehalt niedriger sein. Wenn man mehr ätherische Öle aus den Drogen haben will, dann muss der Alkoholgehalt höher sein. Bei der Destillation als solches, wenn man Zitronenschalen oder Kümmelöl oder Wacholder-Destillat herstellt, dann geht man schon mit 80% Alkoholgehalt ran. Und nachher das Destillat wird dann wieder, es wird ja zweimal destilliert, es wird ein Rohbrand gemacht, ein Rohbrand, der wird dann nachher wieder auf die Alkoholstärke, wo man das Fertigprodukt nachher haben will, weil die ätherischen Öle, das sind höhere Alkohole, die in Verbindung mit Wasser dann austreten, die trübe werden, wird dann filtriert, wird runter jetzt auf die Trinkstärke, dann wird es filtriert, dass es wieder klar ist und dann wird erst der zweite Brand gemacht, wie bei der Weinbrennerei ja auch und dann wird es eben die Kunst des Destillateurs, den Vorlauf abzunehmen, dann nimmt man Vorlauf, der Mittellauf ist das Hauptdestillat und der Nachlauf, der dann branzig schmeckt, wird dann nachher vernichtet. Das ist eben die Kunst des Destillateurs mit der feinen Nase, ordentlich die Scheidepunkte festzustellen, dass man dann nachher ein sauberes, klares Destillat hat. Kommt es hier in erster Linie auf die Persönlichkeit an, die das Destillat herstellt? Das heißt, ihr, wie Sie eben sagten, die Nase und der Geschmack vielleicht? Ja sicher, abhängig ist es, die Feinheiten rauszukitzeln, dass man nicht zu viel vom Vorlauf drin lässt und dass man auch rechtzeitig den Nachlauf abscheidet, damit man dann nachher ein sauberes, klares Destillat hat. Das ist natürlich oftmals so, genau wie bei der Weinbrandherstellung. Je mehr man Nachlauf dazu tut, desto mehr hat man Menge. Und das sind dann die Sachen, wenn man noch ein bisschen vom Vorlauf drin lässt und vom Nachlauf, die dann oben das kleine Bergwerk hier drin machen. Haben ja nun eine ganze Menge Sorten. Ja, wenn ich mal ganz kurz mal so vorlesen darf. Aprikot. Darf ich das mal erst mal erklären? Ja, gerne. Wir haben ja die klaren Sachen. Wir haben die Weinbrände. Wir stellen noch 5 Sorten rum. Rumverschnitt und echten Rum her und dann haben wir natürlich die Liköre. Und die Liköre ist ja die spezielle Sache, die am meisten Arbeit machen. Und also da gibt es nur dann wieder, unterscheidet man Fruchtaromaliköre, Fruchtsaftliköre und die Kräuterliköre. Also die Qual der Wahl. Ja, ich meine, wir stellen noch selbst insgesamt 52 verschiedene Sorten her. Davon, also sagen wir mal, 2/3 sogar sind unsere speziellen guten Liköre, wo wir schon einige Preise mitgewonnen haben, die auch dann nach Westdeutschland und selbst ins Ausland schon verschickt worden sind. Also die Industrie, die Getränkeindustrie, beziehungsweise speziell in ihrem Bereich, die prämieren auch und sehen natürlich zu, dass das Beste vom Besten rauskommt, ja. Die DLG ist die Deutsche Landwirtschaftskammer, da nimmt man dann einen Wettbewerb teil, da muss man die Ware einschicken, die wird dann von Fachleuten kritisch beäugt und da gibt es dann eben Medaillen, Goldmedaillen, Silbermedaillen, Bronzemedaillen, entsprechend der Qualität und
wird alles organoleptisch überprüft. Und da sind wir schon eigentlich recht erfolgreich gewesen. Also der Hinweis, dass hier Dinge gemacht werden, produziert werden, die sich lohnen. Ja, wir sind eine kleine Firma und ich sage immer, wie gesagt, hier läuft die Ware nicht vom Band, hier wird geschafft mit Herz und Hand. Wir waren eben bei den verschiedenen Sachen, die Sie produzieren. Das sind natürlich alle mit einem Wort verbunden, nämlich mit Alkohol. Alkohol, ja, wir verarbeiten ja verschiedene Sorten Alkohol. Also einmal den normalen Primasprit, also C2H5OH. Dann gibt es einen extra feinfiltrierten Sprit, der für Wodka verarbeitet wird. Dann haben wir zwei Sorten Kornsprit, also einmal den Weizensprit und den normalen Kornsprit, der für die Kornbrandweine verarbeitet wird. Und dann natürlich auch, früher haben wir unseren Weinbrand selbst noch hergestellt, also Weindestillate. Wir bekommen aus Hamburg unseren Original, also echten Malt-Whisky, die hochprozentigen Rumarten, wo dann weißer Rum auch, den wir ja von dort aus Hamburg von einem großen Rumimporteur bekommen, aus dem dann nachher auch quasi jetzt der Colli-Rum gemacht wird. Wir machen also vier Sorten Rumverschnitt und zwei Sorten, einen weißen und einen braunen echten Rum noch. Und natürlich können Sie bei uns auch den Original-Jamaika-Rum kaufen, was ja das Aroma bei den Rumverschnitten. Was ich mal die Frage stellen, der Unterschied zwischen echtem Rum und Verschnitt. Ja, das ist ein ganz diffiziles Thema. Ich möchte natürlich der Rumindustrie da nichts in die Beine hauen. Also die Grundlage, einfach nur ganz locker. Die Grundlage meist für diesen echten Rum, darf wieder keine Namen sagen oder möchte keine Namen sagen, ist immer dieser weiße Rum à la Bacardi. Mehr oder weniger schmeckt der ja nach nichts. Es ist ein Industriefabrikat. Und da entsprechend wird dann der original gute, teure, ja, original Jamaika-Rum dazugesetzt. Jetzt kommt es darauf an, wie viel man von dem guten, aromatischen Rum zusetzt. Das kann sich bewegen von 1 Liter bis 5 Liter auf 100 Liter Fertigfabrikat. Wenn man also 1 Liter Original-Rum und dann den weißen Industriesprit nimmt und den auf 40% oder 50% runtersetzt, ist es immer noch ein echter Rum. Dazu entgegengesetzt nach dem deutschen Lebensmittelgesetz, der Rumverschnitt, was ja immer so ein bisschen abträglichen Namen hatte, wie früher vom Weinbrandverschnitt nach dem Krieg und so. Ein guter Weinbrandverschnitt war vielleicht früher besser auch als ein schlechter Weinbrand. Und genauso ist es hier. In einem Jamaika-Rumverschnitt müssen mindestens 5% des gesamten Alkohols aus Originalrum sein, während im echten Rum, jetzt sagen wir mal nur 1 oder 1,5 Liter auf 100 Liter von dem Original drin sind, müssen bei einem 40% Jamaika-Rumverschnitt mindestens 2,7 oder 2,8 Liter drin sein. In unserem 40% Rumverschnitt sind zum Beispiel 3,7 Liter drin. Das ist ein ganz anderes Aroma. Nicht? Gerade der Jamaika-Rum gibt es ja meist zwei verschiedene oder viele Sorten, die sich als kleine Bausteine dann zu zwei Typen zusammensetzen, zum Jamaika, zum Ananas-Typ oder zum Juchtentyp. Ananas ist so ein feinblumiger, der Juchtentyp erinnert so ein bisschen so an Leder. Nicht? Also es ist schon sehr verwirrend, wenn das eine mit dem anderen so ein bisschen parallel läuft und das eine das andere, so wie ich aus Ihren Sätzen eben entnommen habe, wirklich überholt wird, gerade mit also in den Prozenten. Das ist eben, wenn Sie ins Fachgeschäft kommen, dann werden Sie beraten. Jeder Ostfriese zum Beispiel wird keinen Rum aus einem echten Rum trinken, sondern nur aus Rumverschnitt. Mhm. Nicht? Ob das jetzt hier für einen Tee oder für einen Grog. Also, tote Tante, Kakao mit rum, da wird immer Rumverschnitt genommen. Mhm. Ja, die Rum-Experten in Deutschland, die sagen, ist ja auch intensiver. Mein Großvater zum Beispiel, der hatte früher ein Restaurant, vor dem Krieg in der Cottbuser Straße, das war auch so ein Unikum, der sagt immer, ich fühle mich am wohlsten im Winter, wenn mein Laden nach Scheiße stinkt. Das ist für Grogzeit gewesen, wenn der Duft, das Aroma von dem Original Jamaika rum durch den Raum flötet. Ja. Das ist natürlich auch eine Tatsache, dass die Nase da mit schnappelt. Ja? Und das ist natürlich klar, das ist ein herrlicher Duft. Speziell Rum, ich meine, wir stellen ja nur auch noch Ware für andere Firmen her, zum Beispiel für die Schokoladenindustrie. So, da haben wir einige Kunden für die Pralinen, für die Bäckerzulieferer. Nicht? Also Rum ist im Kuchen drin. Rum ist auch in der Fleischwarenindustrie teilweise drin. Wenn Sie eine schöne Mettwurst oder Salami haben, Sie ja teilweise auch einen Rumgeschmack drin.
für die Konditoren und Pralinenhersteller. Da liefern wir dann auch hochprozentige Liköre, hochprozentige Weinbrand, die Obstbrandweine so mit 60%, was also zur Pralinenherstellung auch teilweise sogar Wodka, was man nicht für möglich halten sollte, so Maraschino, Kirschen, Kirschlikör. Also wenn ich Ihr Regal hier betrachte und die angenehme Seite, die Flaschen beiseite lasse, dann sehe ich oben mehrere Krüge und dann sehe ich das echte Berliner Kindl noch. Ja, das müsste ich dann erstmal zeigen. Das ist ein alter Berliner Kindeltopf, den meine Eltern zu ihrem Jubiläum schon bekommen haben. Das ist das alte Wahrzeichen, was jetzt bei der Kindelbrauerei wieder aufgelebt ist, wo der kleine blonde Schopf da aus dem Krug rausguckt. Den haben meine Eltern zum Jubiläum bekommen. Wann war das? Von 1928 bis 1970. Ja. Ja, und daneben stehen die anderen Krüge, die ich zu meinem 35-jährigen Jubiläum bekommen hatte von den Brauereien beide. Also das Kindl war ein Wahrzeichen. Es gibt ja die beiden verschiedenen Kindl. Einmal das Münchner und einmal das Berliner. Das ist richtig. Münchner Kindl steht eben für das Oktoberfest mehr oder weniger und ist ja auch im Wappen der Stadt München enthalten. Und Berliner Kindl ist schon entstanden, eben wie gesagt, aus der Apoldbrauerei. Und das ist das Wahrzeichen eigentlich jetzt. Nun nicht mehr vom Oetker-Konzern, der heißt jetzt Radeberger Gruppe. Ja, das hat sich ja alles ein bisschen verändert. Es sind ja eine ganze Menge, da kommen wir ruhig drüber rein. Es sind ja eine ganze Menge Unternehmen aufgekauft worden, also das große Brauereisterben, das streitet nicht nur fort, das rennt schon fort, kann man sagen. Der Brauereisterben interessiert mich insofern nicht weiter groß. Mich hat mir viel mehr tangiert das Sterben der Spirituosenfabriken. Und als ich anfing hier mit der Firma Lange, da waren wir im Verein der Berliner Spirituosen- und Weingroßhändler noch 128 Mitglieder. Als wir den 1985 aufgelöst haben, waren es noch 25. Und wenn man heute ins Telefonbuch von Spirituosenfabriken guckt, schaut, dann hat man noch 6 oder 7 Firmen, die in Berlin noch produzieren. Der große Boom war eben, als es die Berlin-Zulage, nicht Zulage, sondern die Berlin-Hilfe, die Präferenzen gab, wo die westdeutschen Firmen 6% dann bekommen haben. Da waren alle Markenfirmen in Berlin vertreten mit ihren Tochterunternehmen und die haben dann den großen Rahmen abgeschöpft. Während wir hier, ich als Jungunternehmer habe auch Unterstützung gehabt zu der Zeit. Also Sie mussten aus eigener Kraft schaffen und haben diese Möglichkeiten nicht in Anspruch nehmen können. Nee, da gab es ja für uns gar keine Möglichkeit. Nur die Westdeutschen, die haben hier produziert und wenn man überlegt, 6% des gesamten Wareneinsatzes, was sie zurückgekommen haben, davon hat die Berliner Wirtschaft natürlich profitiert auch. Aber am meisten abgesandt haben die westdeutschen Unternehmer. Man sagt ja immer in der Regel 5 bis 15%, im allerhöchsten Fall 15% sind die, ist der Gewinn, bei vielen Unternehmen liegt das ja nun wesentlich darunter. Wenn dann 6% angeboten wurden, ist das doch eine sogenannte Gewinngarantie. Ja, für die Westdeutschen war die Gewinngarantie, für uns nicht. Ich meine, wenn ich 15% Aufschlag hätte heute, würde ich mich mehr als freuen. Mhm. Die Kalkulationen sind ja bei uns so teilweise so zusammengeschrumpft. Wenn man mal überlegt, eine Flasche Originalweinbrand, die hatte früher Scharlachberg Jacobi, die hatte bei einer Brandweinsteuer von 2,50 die Flasche im Endverkauf nachher, nach Abzug des damals 3% Rabatt, hat 79 gekostet. So, jetzt haben wir eine Brandweinsteuererhöhung um über 1200% gehabt und die werden heute fast für den gleichen Preis angeboten. Da kann man sich mal ausrechnen, wo da noch ein Gewinn oder eine Kalkulation vorhanden ist. Unser Kampf gegen die großen Ketten, die ja eine Mischkalkulation machen, die ja manchmal 20% unterm Einkaufspreis verkaufen. Das ist natürlich abträglich für die kleineren Unternehmen, die nicht so gesichert sind, die eben keine Mischkalkulation machen können, die keine anderen Dinge anbieten können und diese über den Preis dann abwälzen können. Aber grundsätzlich ist ja jetzt bei Ihnen eigentlich die Marke gefragt. Das heißt, das, was Sie produzieren, denn das entscheidet ja letzten Endes, denn alles geht ja über den Geschmack. Genau, ich meine, unser Stärke ist eben die Herstellung unserer eigenen Produkte, die wir verkaufen können, während wir also Markenware eben nur noch am Rande da nebenbei führen können.
weil wir im Preisvergleich dann doch manchmal etwas hängen. Nicht? Auf der anderen Seite haben wir das andere Standbein. Wir sind eben hier Verleger der Berliner Kindelbrauerei und der Schulteisbrauerei, sodass wir also auch günstig im Angebot von den Bieren und alkoholfreien Getränken und auch Fassbier können Sie bei uns bekommen. Sie haben auf dem Tisch hier zwei Fässer zu stehen. Ganz, ganz niedlich. Also ich würde sie Ihnen am liebsten klauen, weil sie so hübsch aussehen. Diese Fässer haben vermutlicherweise eine bestimmte Bedeutung. Ja, sie haben die folgende Bedeutung, weil mein Vater die gebaut hatte. Und da ist auch natürlich immer noch irgendetwas drin, was man hier zum Naschen so zwischendurch mal nehmen kann. Wir können gerne probieren. Einmal ist ein Korn drin, der alte Ruder Edelkorn und dann unsere gute Sorte Weinmann, unsere Heimat. Ich höre gerade Rudor Edelkorn, also das ist das Nächste. Nicht nur die Tinte, sondern auch der Edelkorn ist da. Naja, alle Spirituosen quasi, die klar sind, die wir herstellen, vom Klaren an über Wodka und drei Sorten Korn. Dann natürlich auch noch der Kümmel, der kräftige Kümmel oder der Edelkümmel ist dann in die Qualitätsrichtung Jubiläums-Aquavit. Und der Rudor Kümmel ist der kräftige Kümmel. Richtung, wie heißt der, Malteserkreuz. Dann machen wir noch eine dritte Sorte, den Berliner Kümmel, den Original Berliner Kümmel, der also etwas lieblich, was noch kein Likör ist, aber der etwas Zucker enthält, so in etwa wie früher der Gilka-Kümmel. Also da ich ja an für sich kein Schnapstrinker bin, muss ich leider mal sagen, aber in Kinderzeiten immer beobachtet haben, wie meinetwegen bei der Skatrunde, dann Goldwasser ausgeteilt wurde bei den Kameraden, die da Skat gespielt haben. Das hatte mich immer fasziniert, wenn da so kleine Goldplättchen in der Flasche rumschwirrten. Wird dieses Zeug eigentlich heute noch hergestellt? Natürlich nur im begrenzten Umfang noch, aber wir haben uns ja da mit befasst, dass wir also auch die älteren Produkte, die auf der Welle der Nostalgie schwimmen, herstellen. Also selbstverständlich auch Danziger Goldwasser. Danziger Goldwasser ist auch ein Kräuterdestillatlikör mit Hauptbestandteil oder Hauptgeschmack Anis, Fenchel, Zitronenschalen, Destillat und das Kriterium. Es kommt ja ursprünglich aus Danzig, muss 38% Alkohol haben und das Kriterium eben dabei ist dieses 22 Karätige Blattgold. Also in einer so halben Liter Flasche, wie wir sie herstellen, ist ungefähr für 1,50 Euro alleine Blattgold drin. Das Original ist das gleiche Blattgold, womit auch der Steinmetz arbeitet auf dem Friedhöfen, wenn er Inschriften macht oder zum Vergolden von Stuck. Mhm. Weil wenn jetzt hier, wie sich Schloss Köpenick restauriert ist, dann hat man Türen und mit Blattgold genauso wieder versiegelt. Also hat der Geschmack vergoldet? Geschmack vergoldet, Blattgold ist vollkommen neutral. Da können Sie auch nichts mit anfangen mehr, wenn Sie es getrunken haben. Aber allerdings schön sauber, ne? Vom Alkohol gereinigt. Was heißt sauber? Jeder Likör wird erst filtriert, dass er auch klar und durchsichtig ist. Also das heißt, dass Sie darauf angewiesen sind, dass die Liköre, wie Sie sagten, eben gefiltert werden, gereinigt werden, weil sie ja sonst noch bestimmte Stoffe beinhalten, die auch die Farbe leider beeinträchtigen. Wenn man Alkohol verkauft, dann könnte man ja unter Umständen auch in die Kritik geraten. Ich denke da an Pfarrer Hess. Ja, naja, klar, als Rudo noch ein Dorf war, da gab es da so eine kleine Differenz mal zwischen meinem Vorgänger und der Kirchengemeinde in Rudo. Wir waren ja hier in Rudo, eigentlich gab es ja nur zwei Verkaufsstellen, die Alkohol angeboten haben. Das war hier Familie Born mit ihrem Bauernhof und dem Lebensmittelladen und eben die Firma Otto Lange, die nur Spirituosen und Weine verkauft hat. Und das war wohl den Herrn Pfarrer jetzt so ein kleiner Dorn im Auge. Da hat er mal von der Kanzel mal so ein bisschen geschimpft. Und ja, mehr möchte ich nicht dazu sagen. Hatte aber Konsequenzen für Herrn Lange, dass er ein bisschen sehr sauer war, ja?
Ja, Herr Lange hat dann die Kirche verlassen, weil er angesprochen worden ist, ist dann aus der Kirche ausgetreten, aber dafür ist er in die CDU eingetreten.